Moin, hier ist Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn wir unsere Elektroautos aufladen, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, wenn wir das mit 100% Ökostrom machen. Und deswegen haben viele von uns eine PV-Anlage auf dem Dach und laden zu Hause damit ihre Autos. Was ist aber in der Fläche oder auf der Langstrecke an den Autobahnen? Tesla behauptet, die Supercharger bieten nur 100% Ökostrom an. Auch Ionity behauptet das. Und bei uns in der Stadt in Bremen, die SBB-Ladesäulen, da steht überall ein Schild dran, 100% Ökostrom. Und auch jede geförderte Ladesäule in der Fläche, die von der Bundesregierung gefördert wurde, muss Ökostrom anbieten. Aber jetzt hat mich mal die Frage interessiert, wie kommt denn eigentlich der Ökostrom an die Ladesäule? Und was für ein Strom ist das überhaupt? Ist das wirklich Ökostrom? Ich habe recherchiert und das, was ich herausgefunden habe, ist ziemlich interessant und das Ergebnis ist vielleicht ein bisschen anders, als wir uns das in unserer Fantasie vorstellen. Bleibt dran! Ja, wie ist das in der Praxis? Ich meine, da haben wir eine Ladesäule und da steht drauf 100% Ökostrom. Wie kommt denn da der Ökostrom hin? Ist da irgendwie ein direkter Draht zu einem Windrad oder zu einem Wasserkraftwerk oder zu meiner PV-Anlage? Nein, so einfach ist das überhaupt nicht. Und das Thema Strom, Strombelieferung ist extrem kompliziert. Nicht jeder weiß darüber Bescheid. Und ich versuche mal mit möglichst verständlichen Worten euch zu erklären, wie das ganze System Strom und noch schlimmer Ökostrom in Europa und auch in Deutschland funktioniert. Was ist eigentlich Ökostrom? Frage ich jetzt mal so ganz provokant. Und ihr werdet sagen, hä, wieso? Ökostrom ist doch das, was aus dem Windrad, aus der Photovoltaikanlage, aus der Biogasanlage, aus dem Wasserkraftwerk kommt. Und da würde ich jetzt mal sagen, falsch. Ökostrom ist per Definition vom Gesetzgeber, EU-Gesetzgebung natürlich, nur der Strom, der natürlich regenerativ erzeugt wird und gleichzeitig einen Herkunftsnachweis besitzt, also ein virtuelles Attribut, dieser Herkunftsnachweis. Und dieser Herkunftsnachweis ist nämlich gar nicht so einfach zu bekommen, nämlich Strom, der durch die EEG-Umlage gefördert wird, also quasi fast jeder regenerative Strom aus unseren Photovoltaikanlagen, aus den meisten Windkraftanlagen oder Biogasanlagen, der wird durch die EEG-Umlage gefördert und der kann diesen Herkunftsnachweis nicht bekommen, denn es gibt ein Doppelvermarktungsverbot. Durch diesen Herkunftsnachweis wird ja quasi Strom aufgewertet, nämlich zu Ökostrom gemacht, der dann wiederum meistens teurer vermarktet wird. Und das wäre ja eine Doppelsubventionierung. Einerseits bekomme ich eine Einspeisevergütung und dann wird der Strom auch noch teurer vermarktet. Das ist halt verboten. An sich, wenn man das auf den ersten Blick so sieht, eine gute Sache. Aber durch diese Herkunftsnachweise entsteht auch wieder irgendwie so eine kleine Schieflage, zumindest irgendwie gedanklich, wenn ich mir das Thema mal überlege, was das eigentlich bedeutet. Und wenn ich es euch jetzt erkläre, werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen. Es gibt da auch den Begriff der Ökostromlüge. Diesen Begriff gibt es schon, weiß nicht, viele, viele Jahre. Und der hat natürlich was damit zu tun, dass diese Herkunftsnachweise auch unabhängig vom Strom gehandelt werden können. Und jetzt wird es ganz verrückt. Herkunftsnachweise können quasi verkauft werden, ohne dass ich jetzt den Strom mitverkaufe. Zum Beispiel macht das Norwegen sehr gerne, weil Norwegen produziert fast zu 100% nur Ökostrom, meistens aus Wasserkraftwerken. Und die Norweger wissen also, bei ihnen kommt eh nur Ökostrom aus der Steckdose. Das heißt, sie interessieren sich nicht dafür, dass sie einen Ökostromtarif abschließen. Das bedeutet im Umkehrschluss, die Energieversorger in Norwegen haben jede Menge Herkunftsnachweise, die sie loswerden können, die können sie zu Geld machen. Das bedeutet also, ein Energieversorger in Deutschland kann mit seinem Strom, den er irgendwie erzeugt, konventionell, Kohle oder Gas oder sogar Atomkraft, kann es mit einem Herkunftsnachweis aus Norwegen kombinieren und dann diesen Strom ins Netz einspeisen und als Ökostrom verkaufen. Das klingt ziemlich pervers. Das Problem dabei ist, dass man Strom natürlich seine Herkunft nicht ansieht und Strom ist immer gleich. Das heißt, Ökostrom ist der gleiche Strom wie Kohlestrom. Und wir haben ein deutsches Stromnetz und wir haben sogar ein europäisches Verbundnetz. Das heißt, alle Netze hängen irgendwie zusammen. Man kann sich das so wie so einen Stromsee vorstellen. Ihr kennt diesen Begriff vielleicht. Also wenn wir uns mal einen großen See vorstellen und dort leiten alle Kraftwerke, alle Windräder, Photovoltaikanlagen, Wasserkraftwerke, ihren Strom rein. Und in dem See kann man dann nicht mehr unterscheiden,
woher der Strom kommt, also das Wasser im See sozusagen. Es ist überall das Gleiche. Und auf der anderen Seite sitzen die Verbraucher, also unten am See, und die zapfen den Strom wieder ab. Das heißt, meine Ladesäule, wo ich mein E-Auto mit lade, zapft aus dem großen Stromsee den Strom ab. Und in Deutschland ist es jetzt so, dass der Stromsee sowieso schon grundsätzlich im letzten Jahr fast zur Hälfte, also genau zu 47% aus regenerativen Energien besteht. Das darf man aber nicht als Ökostrom verkaufen, zumindest fast alles davon darf man nicht als Ökostrom verkaufen. Trotzdem habe ich natürlich sowieso, wenn ich Wasser aus diesem See abschöpfe, immer grundsätzlich schon mal zur Hälfte regenerativen Strom in der Leitung oder in der Ladesäule. So, das ist aber nur 50% Ökostrom. Jetzt steht aber auf der Ladesäule 100% Ökostrom. Also wie machen die das? Und ich habe mal hier bei SWB nachgefragt, das sind die Versorger hier in Bremen, die auch die Ladesäulen hier in Bremen vertreiben und mit Ökostrom betreiben, auch die Stromtankkarte verkaufen. Die kennt ihr sicherlich auch aus meinen Videos, die ich auch immer benutze unterwegs. Und die haben mir bestätigt, ja, sie bieten 100% Ökostrom an, aber eben auch nur dieser sogenannte bilanzierte Ökostrom. Das heißt, sie leiten natürlich den Strom aus dem EWE-Netz, also SWB ist eine Tochter von EWE und bezieht deswegen den Strom von den EWE-Kraftwerken oder daher, wo EWE den Strom her einkauft, aus der Strombörse. Und dieser Strom wird hier natürlich in das Netz eingespeist von SWB und der hängt natürlich dann auch am Ende an der Ladesäule. Physikalisch ist es Strom, Strom ist immer gleich. Wie wird das jetzt zu Ökostrom? Da ist es der Trick, in Anführungsstrichen, es ist im Prinzip kein Trick, der jetzt verboten ist, sondern völlig legal. Die kaufen quasi eine Menge und einen Zeitpunkt für einen Zeitpunkt Herkunftsnachweise aus Wasserkraftwerken, zum Beispiel Norwegen oder Süddeutschland, und können dann sagen, ja, wir haben im Prinzip dafür gesorgt, dass diese regenerativen Kraftwerke diese Menge Strom, die wir gekauft haben, die können die ins Netz einspeisen und wir können jetzt die gleiche Menge aus unserem Netz in der Ladesäule anbieten zum Laden. Das ist sozusagen ein gegenseitiges Aufwiegen. Das heißt, der Strom muss ja in dem Stromsee immer gleich groß und gleich hoch bleiben. Also der Füllstand muss immer gleich hoch bleiben. Das heißt, wenn die Stadtwerke, die SWB hier in Bremen, Strom ablässt oder Strom verkauft, das heißt, der Spiegel sinkt, muss auf der anderen Seite wieder was nachgefüllt werden. Und das passiert sozusagen dadurch, dass die einen Herkunftsnachweis gekauft haben von einem Wasserkraftwerk, wo auch immer das steht. Und das Wasserkraftwerk muss dann sozusagen zeitgleich dafür sorgen, wenn bei SWB Strom entnommen wird, dass von dem Wasserkraftwerk wieder Strom in den See gepumpt wird. Wenn man da mal drüber nachdenkt, dann ist es schon so, dass das richtiger Ökostrom ist, der in den See eingeleitet wird, weil der Strom, die Menge Strom, die ich hier in die Ladesäule pumpe, die wird woanders als Ökostrom wieder ins Netz gespeist. Der Strom jedoch physikalisch, also die Elektronen, die ich in meine Batterie leite aus der Ladesäule, die kommen aber gar nicht aus diesem Wasserkraftwerk. Das heißt, die Elektronen kommen aus irgendeinem Kraftwerk hier in der Nähe. Es kann auch sein, dass die aus einem Windpark kommen, wo die Ladesäule vielleicht in einem Kilometer Entfernung gerade aufgestellt ist. Kann durchaus sein. Ist aber, wie gesagt, durch diese Virtualisierung der Herkunftsnachweise sehr schwer zu verstehen. Also was bedeutet das jetzt? Das Fazit ist also, da wo Ökostrom draufsteht, ist auch Ökostrom drin, zumindest bilanztechnisch. Physikalisch ist der Strom, den ich an der Ladesäule lade, der Strom, der gerade verfügbar ist. Dennoch führt es dazu, wenn ich an der Ladesäule Ökostrom lade, dass im gesamten Netz mehr Ökostrom zur Verfügung gestellt wird. Und die SWB hat mir gesagt, dass sie jetzt gerade daran arbeiten, möglichst bald umzustellen, dass sie den Strom hier an den Ladesäulen der SWB in Bremen nicht mehr von der EWE kaufen, sondern aus ihren eigenen regenerativen Kraftwerken beziehen und hier ins Netz einspeisen. Wir haben nämlich hier in Bremen Wasserkraftwerk zum Beispiel an der Weser. Und diese Energie soll dann also direkt von diesem Kraftwerk in das Netz hier eingespeist werden, sodass der Ökostrom in den Ladesäulen in Bremen oder Bremer Umland zumindest dann zu 100% aus diesem Kraftwerk kommt und damit nicht irgendein anderer Strom ist, der gerade im Netz anliegt. Das finde ich eine gute Sache und es hat auch eine Vorbildfunktion und ich finde, das sollte Schule machen. Und IONITY macht es auch schon, die beziehen nämlich ihren Strom über Polarstern und die liefern auch von einem bayerischen Wasserkraftwerk ausschließlich Ökostrom an die IONITY-Ladesäulen.
Ja, ich weiß, das war ein kompliziertes Thema und ich weiß auch nicht, ob ihr es verstanden habt. Ich habe mich auch sehr schwer getan, bis ich das wirklich begriffen habe. Und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen und gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.